Ich bin Andreas Gosling, ich bin Englischhornist der Essener Philharmoniker und ich habe Variationen über das Steigerlied für Oboe und Trio geschrieben. Wie ist es dazu gekommen? Ja, Corona hat bei uns Essener Philharmoniker dazu geführt, dass wir leider nicht wie im gewohnten Umfang arbeiten konnten. Konzerte fielen aus und so haben wir uns andere Betätigungsfelder gesucht. Und wir drei Oboen, Sandra Schumacher, Solo-Oboe, Carla Müller, zweite Oboe und ich, haben uns zu einem Oboentrio zusammengefunden, indem wir in Altenheim konzertiert haben, mit den sogenannten Fensterkonzerten. Dabei wurde immer wieder das Steigerlied gewünscht und das habe ich dann arrangiert für uns drei. Und meine beiden Kolleginnen meinten, Andreas, hast du nicht Lust, da noch Variationen drüber zu schreiben? Erstmal habe ich gedacht, ja, kann ich gar nicht, bin ja nur Orchestermusiker. Aber irgendwie kamen mir immer mehr Ideen und ich habe das angefangen zu schreiben. Nach 4 Tagen war es fertig. Ich habe das den Kollegen vorgelegt, die meinten, oh, das ist gut geworden, das können wir tatsächlich aufführen. Und ja, witzigerweise 2 Tage später wurde das Steigerlied tatsächlich auch immaterielles Weltkulturerbe von der UNESCO ernannt. Wir haben dann gedacht, es wäre toll, wenn wir das aufnehmen würden und haben uns an die Stiftung Zollverein gewandt, die uns ein ganz tolles Gebäude gezeigt haben mit einer Maschinenhalle, wo wir diese Variationen aufgenommen haben, die Sie jetzt hören können. Thank you.
Thank you.